Und wir diskutieren jetzt über die Überwachung von Chatnachrichten von Messenger-Diensten. Ein brisantes Thema, das vor allem auch letzte Woche wieder im Zusammenhang mit den verhinderten möglichen Terroranschlägen auf die Taylor Swift-Konzerte heiß diskutiert wird. Bei uns ist Hannes Stummer, Datenschutzexperte. Einen schönen guten Morgen. Wenn eine Gesetzesänderung kommen würde, was würde das zum Beispiel für unbescholtene Bürgerinnen und Bürger in diesem Land bedeuten? Also wenn wir schauen in die Länder, wo Spionagesoftware eingesetzt wird, dann sehen wir dort ganz oft Menschenrechtsverletzungen. Es gibt auch ein Urteil des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, der sagt, dass das ganz klar ein grober Eingriff in die Privatsphäre ist. Und auf der anderen Seite jemand, der sich wirklich davor schützen will, dass die eigenen Nachrichten abgehört werden, ist es immer möglich. Das heißt, auch dort könnte dann die Polizei, Geheimdienst und so weiter gar nicht ermitteln. Aha, das ist aber ganz interessant. Trotz Spionagesoftware gibt es Mittel und Wege, der zu entkommen? Genau, also es gibt die Möglichkeit, mit speziellen Betriebssystemen, speziell gehärteten Telefonen dann doch zu kommunizieren oder einfach auf eigenen Kanälen, die jetzt nicht so leicht abgehört werden können. Wenn es jetzt so eine Spionagesoftware gibt, das gibt es ja in vielen Ländern, Ermittlungen finden ja auch darüber statt, kann man dann rechtzeitig erkennen, wer etwas Böses im Schilde führt? Oder wäre das ohnehin wieder kein probates Mittel, Täter ausfindig zu machen? Wenn wir jetzt schauen, zum Beispiel beim Taylor Swift-Konzert, es konnte glücklicherweise Schlimmeres verhindert werden, aber eine Spionagesoftware oder ein Bundestrojaner, wie es jetzt gefordert wird, hätte in dem Fall keinen großen oder überhaupt keinen Unterschied gemacht. Weil wenn wir schauen, der Verdächtige hat sich auch öffentlich geäußert und es sind auch öffentliche Plattformen oder offen zugängliche Plattformen, auf denen sich die Menschen radikalisieren. Also dort ist es, wo auch die Polizei und Geheimdienste und so weiter jetzt schon ermitteln könnten. Aha, Sie meinen jetzt, wenn es ohnehin im öffentlichen Raum stattfindet, braucht man nicht zusätzlich über Spionage eine Überwachung. Aber in dem Fall wurde ja auch das Handy überprüft und man konnte da einen Zugriff haben. Das ist dann schon dienlich für Ermittlungen, oder? Genau, es gibt auch in Österreich die Möglichkeit, zum Beispiel in einer Handybeschlagnahmung. Da muss natürlich die Schutzmaßnahmen entsprechend hoch sein, aber es ist auch möglich, eine Hausdurchsuchung zu machen, Rasterfahndung, ich kann private Räume abhören und so weiter. Also es gibt auch in Österreich schon sehr viele Möglichkeiten. Und das genügt aus Ihrer Sicht? Wenn wir schauen, wo die Radikalisierung im Terror passiert, dann ist das auf jeden Fall das adäquate Mittel, weil das ist nicht private Chats, sondern das sind öffentliche Räume, wo auch Ermittler jetzt schon zugreifen können. Jetzt passt ganz gut eine Frage von Katja. Danke, dass Sie sich da bei uns schriftlich melden. Sie möchte wissen, Herr Stummer, was macht es den Amerikanern möglich, uns vor einem geplanten Terroranschlag zu warnen? Sind das nicht Algorithmen in den Messenger-Diensten? Also wenn man jetzt in die USA schaut, dann muss man, glaube ich, auch sehen, die USA sind ein viel größeres Land als Österreich. Die haben natürlich auch ganz andere Ressourcen. Und wir wissen zum Beispiel, der Verdächtige des Taylor Swift-Konzerts hat sich auch öffentlich geäußert. Also auch Österreich könnte mit den entsprechenden Ressourcen in öffentlichen Räumen, auf öffentlichen Plattformen und so weiter ermitteln. Das ist aber keine Frage jetzt von neuen technischen Möglichkeiten, sondern das ist eher eine Frage von Ressourcen in Österreich. Also das heißt personellen Ressourcen und Menschen, die daran arbeiten und mit dem arbeiten. Genau, zum Beispiel personelle Ressourcen sind da sicher ein großes Thema. Der Franz schreibt uns gerade, warum schafft man nicht eine Plattform von Polizei und gemeinsam die zusammenarbeitet mit Personen, die darüber Informationen geben, damit gefährliche Internetseiten für genug gelöscht werden. Also es geht um Zusammenarbeit und eine Plattform von Polizei und Privatpersonen. Würde so etwas Sinn machen aus Ihrer Sicht? Ja, also die österreichischen Ermittler können auf jeden Fall rein rechtlich und technisch schon auf diesen Plattformen ermitteln und alles, was hilft in diese Richtung, dass auch da die Ressourcen da sind, ist sicher zielführender. Alles klar. Man ist ja in Zeiten von Terror und wenn so etwas passiert, wie letzte Woche bei den Taylor Swift-Konzerten, diese geplanten Anschläge, sind viele Menschen natürlich offener auch und sagen, da muss etwas getan werden. Die Frage ist, gibt es eine Lösung dafür, dass man die mit den bösen Absichten
getrennt von denen mit den guten Absichten und die schützt die mit den guten Absichten? Es ist natürlich verständlich, dass man sagt, man muss was tun. Terror ist ein schlimmes Thema, wo man auf jeden Fall dagegen vorgehen muss. Dann aber natürlich auch mit den adäquaten Mitteln, dass auch die Bevölkerung geschützt wird. Okay. Wir sehen in den Ländern, wo Spionagesoftware wie Bundestrojaner zum Einsatz kommen, immer Menschenrechtsverletzungen. Also da werden zum Beispiel, ich kann mir als Journalist dann nicht mehr sicher sein, wenn ich jetzt über Korruption zum Beispiel berichte, dass das einfach so möglich ist. Aber Herr Stumme, jetzt muss ich Sie noch mal fragen. Einerseits sagen wir, okay, es muss was getan werden, dafür gibt es Verständnis. Aber was können wir jetzt tun, damit das Richtige getan wird, aus Ihrer Sicht? Man muss, denke ich, auf jeden Fall an der Quelle ansetzen, wo das Problem entsteht. Und das ist beim Terror, sind es ganz oft soziale Plattformen. Das sind offen zugängliche Foren, wo auch jetzt schon Ermittlungen möglich sind. Und da wäre es wichtig, auch Ressourcen zu haben und auch Menschen mit entsprechendem Know-how, die dort erfolgreich ermitteln können.